Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juni, der erste Sommermonat. Und ich habe 7 Bücher beendet, eins habe ich abgebrochen und die zeige ich euch jetzt. Begonnen hat der Monat direkt mit meinem Highlight. Und das ist Das andere Tal von Scott Alexander Howard aus dem Diogenes Verlag. Übersetzt ist es von Anke Caroline Burger. Und es ist eine fantastische Coming-of-Age-Geschichte, die in einer Welt spielt, in der es ein sehr interessantes Zeitreisekonzept gibt. Wir folgen einer, die ist ein Teenager, ich glaube so ungefähr 16, Odile. Und sie ist gerade noch so in der Schule, aber im letzten Jahr, und es werden Ausbildungsplätze gesucht. Das läuft in dieser Welt ganz reguliert ab. Eigentlich werden alle Schüler irgendwo zugeteilt, die können sich wo bewerben und dann wird aber weiterhin in der Schule auch dann die Ausbildung betrieben, so der schulische Anteil. Und Odile, oder eher gesagt ihre Mutter, hat für sie den Plan, dass sie im Konzil arbeiten soll. Also das ist quasi so die Stadtverwaltung. Und in dieser Verwaltung gibt es auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich die, Menschen zu genehmigen, in der Zeit zu reisen. Und das funktioniert hier geografisch. Odile wohnt in einem Tal und links und rechts davon gibt es noch identische andere Täler. Die sind auf der Karte, sehen die genauso aus, die sind allerdings 20 Jahre in der Zeit zurück oder 20 Jahre in der Zeit voraus. Und ab und zu sieht man dann eben so vermummte Gestalten, denn man soll ja nicht erkennen, wer da zu einem in das Tal kommt und aus welcher Zeit dieser kommt. Und Menschen wird es nochmal genehmigt, andere geliebte Menschen zu sehen, wenn es einen schweren Schicksalsschlag gab. Und Odile sieht eines Tages, als sie auf dem Spielplatz an der Schule irgendwo sitzt und da so ein bisschen rumhängt, sieht sie, wie zwei Menschen vermummt kommen. Und sie ist sich aber ziemlich sicher, dass das nicht Menschen sind, die sie beobachten wollen, denn sie hat so einen ganz kurzen Moment, als die eine Person die Maske ein bisschen anhebt, erkennt sie, für wen sie eigentlich da sind. Und so verändert sich die Beziehung zu diesem anderen Jugendlichen Grund auf, weil sie weiß ja, irgendwas muss passieren, sonst würden diese Menschen, die ihn besuchen wollten, gar nicht hier sein. Auf alle Fälle ist das auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für ihr eigenes Leben. Und ganz toll ist, wie der Autor hier verschiedene philosophische Fragestellungen in diese spannende Geschichte einbaut. Also, wie nehmen wir Zeit wahr? Was machen wir mit unserer Zeit? Und ist vielleicht der Weg vorherbestimmt? Kann man das noch ändern oder nicht? Oder wenn man versucht, den Lebensweg zu ändern, ist es eigentlich dann genau das, was hätte passieren sollen? Das ist sehr, sehr interessant. Also diese Verbindungen von der einen Zeit, von dem einen Tal in das andere, in die andere Zeit, fand ich wahnsinnig interessant. Dazu ist es sehr spannend geschrieben. Die Personen sind sehr intensiv gezeichnet. Man bekommt wirklich ein gutes Gespür für sie und jede ist auch sehr individuell, also ein 5-Sterne-Roman und das Buch kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Und es ging aber auch ganz schön gut weiter. Also ich habe dann ein Hörbuch gehört und ich habe zu diesem Buch gegriffen, weil ich die Steffi vom Kanal Der Buchschnack schon häufig über diese Geschichte habe schwärmen gehört. Und ich hatte das Buch auf meiner Wunschliste und hatte dann Lust auf ein neues, vielleicht ein bisschen leichtereres, lockeres Hörbuch, eine Kindergeschichte und habe dann zu The Haunting of Evelyn Jones gegriffen von Phil Hicks. Ich kann auch die englischen Hörbücher wirklich sehr empfehlen. Das ist eigentlich ein recht gut verständliches Englisch und auch gesprochen wird, ist sehr schön. Evelyn Jones ist eine, ich glaube, 12-Jährige, die einen Hang für Geister und für das Übernatürliche hat und die gerne etwas Mystisches liest, die Bücher liebt und dann zu ihrer Tante aufs Land geschickt wird, um dort
ja, die Winterferien, glaube ich, waren es zu verbringen. Die Tante wohnt in einem gruseligen großen Anwesen. In diesem Ort scheint nichts los zu sein, aber es gibt eine sehr schöne Buchhandlung mit einem Buchhändler, der wirklich ganz besondere Bücher führt und diese dann auch den Lesern sehr ans Herz legen kann. Und sein Neffe ist gerade zu Besuch, der ihm aushilft. Evelyn und der Neffe freunden sich an und ja, versuchen so ein bisschen die Geistergeschichten zu durchstöbern. Es gibt ein vermisstes Mädchen, schon vor Jahren wurde die vermisst und ist nie wieder aufgetaucht. Und Evelyn findet dann deren Tagebuch. Sie liest es und versucht so ein bisschen herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und dann wird es übernatürlich und gespenstisch und ein bisschen gruselig. Sehr spannend, aber trotzdem irgendwie so auf eine niedliche Art und Weise und schön geschrieben. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen, der erste Teil. Deswegen habe ich dann auch gleich mit dem zweiten und dann mit dem dritten weitergemacht. Teil 2 ist The Bewitching of Eveline Jones. Da fährt Eveline wieder, das diesmal in den Sommerferien, aufs Land, verbringt dort ihren Urlaub und hat es dann mit Hexen zu tun und einem alten Steinkreis, der ja magische Kräfte hat. Auch hier ist dieser Neffe des Buchhändlers wieder mit dabei. Und in Teil 3, The Vanishing of Eveline Jones, hier wird so ein bisschen noch Familiengeschichte von ihr aufgerollt. Ihr Onkel ist nämlich auch vermisst und er war ein Archäologe und kam irgendwann von einer Expedition in die nähere Umgebung allerdings nicht zurück. Und Eveline versucht hier natürlich auch zu ermitteln. Zusätzlich kommt noch ein dritter Freund dazu. Und den dritten Teil fand ich dann nicht mehr so stark wie die ersten beiden. Die haben mir deutlich besser gefallen. Im dritten Teil werden irgendwie nochmal die vorherigen beiden Geschichten miteinander verknüpft. Und nochmal wird irgendwie alles so aufgerollt und versucht zu verbinden. Und mir hätte es eigentlich besser gefallen, wenn das auch nochmal eine eigenständigere Geschichte gewesen wäre. Also ich fand, das war etwas zu konstruiert. Und auch dieser vermisste Onkel, der vorher nie zur Sprache kam, war irgendwie auch so ein bisschen eingestreut. Also ich hatte das Gefühl, dass der dritte Band so ein bisschen hektisch entstanden ist, während die anderen beiden so ein gemütliches, niedliches Gefühl in mir ausgelöst haben. Und der dritte Band war irgendwie so, fand ich, ein bisschen hinterhergeschoben. Dann las ich eine Essaysammlung Code und Vorurteil von den HerausgeberInnen Marie-Sophie Adioso, Eva Behrensen, Leo Fischer und Deborah Schnabel. Hier sind viele verschiedene Essays drin vereint. Auch aus unterschiedlichen Blickrichtungen wird hier KI, also künstliche Intelligenz, betrachtet und welche Möglichkeiten wir vielleicht in der Zukunft haben, mit künstlicher Intelligenz Diskriminierungen und Rassismus zu überwinden. Wie wird künstliche Intelligenz vielleicht auch heute schon, aber natürlich auch innerhalb von bestimmten Grenzen eingesetzt, um Hassreden im Internet aufzudecken und schnell von Plattformen herunterzunehmen? Wie könnte man es auch einsetzen, um Menschen, die rassistische oder andere diskriminierende Äußerungen auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen posten, wie könnte man mit KI dann denen vielleicht auch direkt, also erstmal den Post vielleicht zu sperren und andererseits ihnen aber auch so ein Bildungsangebot mit auf den Weg zu geben. Und ist es überhaupt möglich, ist die nächste Frage, denn KI, so wie sie aktuell ist, scheint eigentlich in ihrer Entwicklung, denn sie wird ja mit Daten und Informationen aus dem Internet gefüttert und da gibt es nochmal rassistische Bubbles, die scheint dann in ihrer Entwicklung häufig immer rassistischer und diskriminierender zu werden, aufgrund der Datensätze, mit denen sie lernt. Es wird auch beleuchtet, dass um dem entgegenzuwirken, auch einfach das Entwicklerteam auch diverser werden müsste. Denn häufig sind sich die Entwickler, die mit KI arbeiten, die solche Programme schreiben, recht ähnlich und ziemlich homogen in ihrer Herkunft, in ihrem Aussehen, in ihrem Bildungsgrad. Und dann wird eben dann auch die KI auch automatisch und ohne dass da ein schlechter Hintergedanke von den Entwicklern ist,
vielleicht auch mit bestimmten Datensätzen nur gefüttert und mit bestimmten Anschauungen. Das hat zur Folge, dass, hier nur mal ein Beispiel, automatisch fahrende Fahrzeuge oder die Software, die dafür entwickelt wird, um Fahrzeugen es zu ermöglichen, automatisch zu fahren, ohne dass der Mensch lenken müsste, die dann mit Kameras arbeiten und mit Erkennung von Gegenständen, Hindernissen, Menschen, Probleme damit hat, dunkle Hautfarbe zu erkennen und es da wirklich halt gefährlich sein könnte, weil der ursprüngliche Datensatz, mit dem die KI gefüttert wurde, eben hauptsächlich aus weißen Menschen bestand und deswegen die KI dann Mensch halt automatisch mit einer hellen Hautfarbe in Verbindung bringt und dann Probleme damit hat, wenn dann auf einmal auf der Kamera ein Mensch mit einer dunkleren Hautfarbe auftaucht. Also das klingt eigentlich recht banal, aber solche Beispiele gibt es natürlich immer wieder und auch aus ganz anderen Bereichen. Und da werden sehr viele hier zur Sprache gebracht. Das fand ich sehr interessant. Ich fand allerdings auch, dass einige Artikel sich ähnelten und dann manche Informationen redundant wurden. Ich denke, das hätte man noch ein bisschen überarbeiten können, wenn die Artikel dann nacheinander zusammen in so einem Band herausgegeben wurden. Dann hörte ich noch ein recht kurzes Hörbuch, Das andere Mädchen von Annie Ernaux. Mein erstes Buch der Autorin. Ich glaube, sehr viele von euch haben schon was von ihr gelesen. Wahrscheinlich auch andere Sachen als Das andere Mädchen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so das Einsteigerbuch, hatte ich dann das Gefühl gehabt. Sie schreibt ja sehr viel autobiografisch oder autofiktional. Und hier arbeitet sie auch ihre frühe Kindheit auf, als sie dann so mit 5, 6 Jahren, glaube ich, in einem Gespräch, das aber gar nicht an sie gerichtet ist, erfährt. Also sie hört nur zu, wie ihre Mutter mit jemand anderem redet. Und da erfährt sie in diesem Gespräch, dass sie eigentlich eine Schwester gehabt hätte und sie war sich sicher, sie ist Einzelkind. Aber sie ist ungefähr 2 Jahre nach dem Tod der Schwester geboren. Und so werfen sich bei ihr einfach Fragen auf, wie ist sie das Ersatzkind? Warum haben ihre Eltern ihr davon gar nichts erzählt? Wie war denn ihre Schwester? Und problematisch ist auch, dass die Mutter in diesem Gespräch diese Schwester sehr verherrlicht und es war so ein Liebesmädchen und sie scheint gar keine Fehler zu haben. Und Annie Ernaux als kleines Mädchen kann sich halt gar nicht mit ihr messen und kommt überhaupt nicht auf die gleiche Stufe. Also es scheint sehr unrealistisch auch zu sein, wie dieser verklärte Blick der Mutter auf die Vergangenheit dann dort im Gespräch wieder aufkommt und was der dann auch mit den Gedanken des kleinen Mädchens Annie macht. Das fand ich auch gut, aber es war wirklich wahnsinnig kurz. Also es war, glaube ich, so 2 Stunden nur das Hörbuch. Und da hätte ich mir an mancher Stelle noch so ein bisschen eine intensivere Bearbeitung des Themas gewünscht. Also es war so manchmal. Am Anfang fand ich das noch sehr detailliert und analysierend auch geschrieben, aber dann war es an anderer Stelle nur so eine Abfolge, so was ist da mit ihr passiert. Und ja, ich hätte mir einfach noch ein bisschen was Längeres, tiefergehendes dann noch gewünscht. Also mir hat das Hörbuch einfach zu früh aufgehört. Das ist so mein Kritikpunkt, aber vom Schreibstil her und auch vom Thema fand ich das sehr interessant und es hat mir große Lust drauf gemacht, etwas anderes von Annie Ernaux zu lesen. Und wenn ihr da einen Tipp für mich habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den in den Kommentaren da lasst. Und abgeschlossen habe ich den Monat auch mit einem sehr tollen Buch, auch wieder etwas Zukünftiges, Dystopisches. Hier sind wir so ein bisschen in der Sci-Fi-Richtung vielleicht auch. Futopia Plus von Sarah Zerber. Eine junge Autorin, die ich auch auf der Leipziger Buchmesse gesehen habe. Sie hat dort eine Lesung gehalten und ich habe mir auch das Buch dann signieren lassen. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist nämlich sehr schön, auch mit Blümchen, denn es geht hier um Pflanzen. Es geht um unsere Protagonistin, ich glaube Eileen. Ja, Eileen, sie arbeitet in einem Gewächshaus für eine riesige Firma. Und wir sind hier ein paar Jahrzehnte in der Zukunft, gar nicht so weit entfernt allerdings. Hamburg ist schwierig bewohnbar, also die Elbe ist über die Ufer getreten,
Viele Wohngegenden sind ja marode, einfach das Gemäuer ist nass, anderes steht wirklich unter Wasser. Und es ist auch schwierig geworden, die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Es gibt allerdings auch Lebensmittel aus dem Drucker. Und Eileen gehört zur arbeitenden Schicht. Europa scheint den Klimawandel nicht so gut oder ja, scheint keine sehr gute Lösung gefunden zu haben, mit dem Klimawandel umzugehen. Hier gibt es eine reiche Bevölkerungsschicht, die alle Annehmlichkeiten noch hat, auf Kosten der ärmeren arbeitenden Bevölkerungsschicht. Und zur Letzteren gehört Eileen. Sie arbeitet nun in diesem Gewächshaus und das Besondere an dem Gewächshaus ist, dass auf den Pflanzen Informationen aus den menschlichen Gedächtnissen gespeichert wurden. Also es gibt jetzt die Möglichkeit für sehr viel Geld, sich einen Chip ins Gehirn implantieren zu lassen und dieser Chip speichert dann die ganzen Informationen aus dem Gedächtnis, die Gedanken des Menschen und bei dessen Tod werden die dann auf eine Pflanze überspielt. Und so braucht man natürlich auch einige Menschen, die sich um die Pflanzen kümmern. Eileen hat keine sehr enge Bindung mehr zum Rest ihrer Familie, bis auf zu ihrem Großvater. Und den liebt sie wirklich sehr. Mit ihm trifft sie sich sehr oft. Sie findet, dass er sehr viel weiß, sehr viel gemacht hat, sehr viel geschafft hat. Und sie kann es nicht ertragen, zu sehen, wie sein Körper langsam abbaut und er nicht mehr so kräftig ist, auch manchmal schon etwas verwirrt scheint. Und sie möchte unbedingt genug Geld verdienen, um ihn auch auf einer Pflanze speichern zu können. Und sie sieht dann ihre Chance darin, auf dem Schwarzmarkt Ableger von Pflanzen zu verkaufen. Wie gut das funktioniert und welche Probleme das vielleicht auch mit sich bringt, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Und es ist ein Debütroman. Ich finde, aufs Ende hin, da hätte ich mir noch ein bisschen etwas anderes noch gewünscht. Da ging es dann ein wenig zu sehr Schlag auf Schlag für mich. Aber grundsätzlich eine sehr interessante Geschichte, eine tolle Idee mit diesen Pflanzen. Man merkt auch, dass die Autorin sich intensiv mit Pflanzen beschäftigt hat. Bei mir gehen fast alle ein, bei ihr scheinbar nicht. Und ja, also ein Buch, was ich euch empfehlen kann. Eine spannende dystopische Geschichte mit einer ganz interessanten Idee. Und ich bin gespannt, was sie sonst noch so schreiben wird. Also das würde ich auf alle Fälle auch noch gerne lesen, um dann auch zu sehen, wie sie sich vielleicht auch weiterentwickelt hat im Schreiben. Ja, und dann doch noch ein Buch. Das habe ich aber nach so 40, 50 Seiten abgebrochen. 60 Jahre Wagenbach, Almanach zum Jubiläum. Da geht es um die Verlagsgeschichte des Verlages Wagenbach. Wie er gegründet wurde, aus Klaus Wagenbachs Sicht heraus wird es geschildert und zugleich gibt es so ein paar Textauszüge, auch einige Fotos und eben Textauszüge aus Büchern, die in diesen Jahren dann erschienen. Ja, es konnte mich nicht so richtig fesseln. Ich habe, wie gesagt, die ersten 40 Seiten ungefähr gelesen. Die Verlagsgründung, wie es dazu kam, welche Schwierigkeiten ganz am Anfang auch auf den Verleger warteten, das war schon interessant. Aber dann auch die Textauszüge fand ich sehr kurz und ein bisschen zusammenhanglos. Und ja, dann hatte ich keine große Lust darauf gehabt, ehrlich gesagt, das weiterzulesen. Ja, das waren alle Bücher, die mich durch den Monat Juni begleitet haben. Ihr dürft mir natürlich wie immer gerne da lassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen, was ihr gelesen habt. Falls ihr auch ein oder zwei oder alle Bücher kennt, die ich heute vorgestellt habe, was ihr dazu sagen möchtet. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Schauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!